Was ist der ultimative Tipp, wenn du gut mit Frauen werden willst? Herzlich willkommen, mein Name ist Don John, professioneller Flirttrainer und Dating-Coach, und auf meinem Kanal lernst du, wie du fernab vom Online-Dating und fernab vom sozialen Kreis, wann immer du willst, neue Frauen im Alltag ansprechen, daten und verführen kannst. Abonniere meinen Kanal, aktiviere die Glocke unten rechts, dann verpasst du auch kein neues Video. Und wenn du meinen Kanal unterstützen möchtest, dann gibst du dem Video jetzt einen Daumen nach oben und hinterlässt einen Kommentar für den Algorithmus. Letztens, ich war im Coaching und da kommt ein Typ, der sieht, wie ich über den Knopf im Ohr gerade meinen Teilnehmer coache, während er mit einer Frau im Gespräch ist, und hat mir nur kurz Hallo gesagt, und dann später ist er nochmal zu mir gekommen und hat gesagt, hey Don John, also er hat mir zwei Fragen gestellt. Erstmal, hey, warum hat das jetzt mit der Frau da nicht geklappt? Was war das Problem? Was war der Fehler? Und die zweite Frage hat er mir gesagt, hey, was ist der ultimative Tipp, Don John? Wie geht das mit den Frauen halt, ne? Und anhand dieser zwei Fragen wusste ich, wie der Typ drauf ist, was die ganze Psychologie, wie der Typ tickt, was die Psychologie dahinter ist, wie er an die ganze Sache rangeht. Und ich habe ihm gesagt, okay, ich kann dir 1000 Tipps geben. Es ist eine sehr individuelle Geschichte, und außerdem ist es so, dass es nicht irgendwie diesen ultimativen Tipp gibt, sondern es ist eine Sache der Erfahrung. Denn du kannst all mein Wissen nehmen von den ganzen Videos oder sonst wo. Das ist alles totes Wissen. Also das ist, wenn du es nicht anwendest, dann ist es so, okay, wie im Fitnessstudio. Du weißt, mit welchem Gerät du welchen Muskel trainierst und wie du dich ernähren sollst, um Muskeln aufzubauen. Du bist wie ein Wissenschaftler, aber du wendest es einfach nicht an. Und wenn du sagst, hey, warum hat es bei der Frau nicht geklappt? Ja, die hatte einen Freund oder sie hat gerade ein Date oder was weiß ich, das ist doch ganz normal. Also wenn man so an die Sache rangeht, dann kann man es auch gleich lassen, weil so wirst du keine Frauen verführen. Es ist ein täglicher Grind, du wirst täglich was tun müssen. Du wirst, wie so ein Trüffelschwein sein müssen, das so rumguckt und sucht, wo ist hier wieder die nächste Ader, wo gibt es hier was Wertvolles? Und diesen ultimativen Tipp, den gibt es einfach nicht. Also als ich angefangen habe, habe ich mich auch nicht gefragt, was ist der ultimative Tipp? Oder hey, warum hat es jetzt bei der Frau nicht geklappt? Du könntest niemals jede einzelne Frau, die du ansprichst, verführen können. Es gibt so und so viele, die sind vergeben. So und so viele, du bist nicht ihr Typ. Und andere, die haben einfach keine Lust. Aber das ist überhaupt nicht das Problem. Das Ding ist, du musst einfach nur die richtigen Frauen finden. Und wenn du merkst, hey, die zieht ein bisschen mit, ja, dann kannst du das weiter aufbauen, die Verführung. Natürlich gibt es einige Dinge, die du tun kannst, damit du schon von Anfang an einen positiven ersten Eindruck hinterlässt, indem du sehr offen und herzlich wirkst, gleich mit einem Lächeln reingehst, eine offene Körpersprache an den Tag legst, nicht zu viele Fragen stellst, sondern auch viel von dir erzählst und einfach offen, locker und kommunikativ wirkst und rüberkommst, dann erleichtert es dir den Einstieg, und viele Frauen, die vielleicht ein bisschen noch unsicher sind, öffnen sich dann infolgedessen, weil sie merken, hey, das ist ja wirklich ein cooler Typ. Aber alles in allem gibt es nicht diesen ultimativen Tipp, mit dem man alle Frauen verführen kann. Ich habe dann im Nachhinein nochmal darüber nachgedacht, was hätte ich dem Typ denn eigentlich sagen können? Und im Grunde gibt es ein paar Dinge, die du beachten kannst, aber das wäre wahrscheinlich all das in eine andere Richtung gegangen, als was er sich vorgestellt hat. Er dachte sich wahrscheinlich, hey, du musst das und das sagen oder diesen Anmachspruch bringen oder dann klappt das schon irgendwie, aber alles falsch. Wichtig ist, du bist geduldig, also du bist zielstrebig, gehst regelmäßig raus auf die Jagd, neue Frauen ansprechen. Du musst es ja nicht so krass obsessiv betreiben wie ich damals, aber mehrmals die Woche solltest du schon rausgehen. Du solltest mehrmals die Woche Frauen ansprechen, ob im Park, im Café, mitten auf der Straße, in der S-Bahn, egal, wo dir eine schöne Frau begegnet, die sprichst du auch an, das machst du regelmäßig. Punkt 2. Du machst ja nicht so einen Kopf von Körben. Körbe wirst du immer bekommen. Manchmal liegt es an dir, oftmals liegt es auch nicht an dir, weil die Frau einfach nicht erhältlich ist in dem Moment. Und Punkt 3 ist, dass du lernst, die Frauen richtig abzuchecken, dass du erkennst, dass soziales Interesse, weil sie sich freut, dass du ihr ein Kompliment gemacht hast, nicht gleich heißt, hey, ich will mit dir auch ins Bett springen. Und das musst du eben herausfinden, ob die Frau tatsächlich an Flirten interessiert ist oder sich einfach nur freut über das Kompliment. Und das sind so Sachen, die ich ja immer wieder in den Videos erkläre. Die ganze Sache hier ist kein Sprint. Es ist nicht irgendwie so wie, hey, ich will ein Bild aufhängen. Also ganz einfach, ich nehme einfach den Hammer und den Nagel und messe das ein bisschen ab, damit ich das Bild richtig auch
positionieren kann und aufhängen kann, sondern das hier ist eine Persönlichkeitsentwicklung, es ist ein Marathon, du wirst täglich was tun, es ist wie Fitnessstudio oder Sport machen oder etwas, was du über mehrere Wochen und Monate aufbauen kannst. Du kannst es dann auch fortführen, wenn du einmal die Grundkenntnisse gelernt hast und weißt, wie du regelmäßig neue Frauen verführst, dann kann man das auch nochmal weiter noch justieren, optimieren, damit es immer besser wird. Aber gibt der Sache auf jeden Fall mehrere Wochen, mehrere Monate. Deswegen, unsere Coachings sind auch so aufgebaut. Bei mir wirst du nicht einfach nur 2 Tage mit mir zusammenarbeiten und fertig, weil ganz ehrlich, hundertprozentig wirst du keine Transformation hinlegen. Du kannst auch keine Gewohnheit innerhalb von 2 Tagen aufbauen. Du arbeitest mit mir und meinem Team mindestens 2 Monate, 2 bis 6 Monate zusammen. Das heißt nicht, dass du dein ganzes Leben in der Zeit umstellen musst, aber du wirst einfach das in den Alltag integrieren, die Dinge, die wir dir geben. Wir werden auch mit dir rausgehen. Aber über eine längere Zeit, sodass es auch wirklich in Fleisch und Blut übergeht und du danach auch das abhaken kannst, kannst sagen, geil, danke Don John, ich habe die Gewohnheit aufgebaut, ich kann einen Haken setzen in meinem Datingleben, ich brauche nie wieder ein Coaching machen oder auch nicht mal deine Videos mehr anschauen, weil jetzt läuft die Sache endlich. Und das musst du einfach verstehen, dass es nur durch die Praxis geht, durch angewandtes Wissen und dass ihr halt, wie gesagt, ein bisschen in die richtige Richtung geführt werdet, wie euch anhalten rauszugehen, euch einen Arschtritt verpassen, dass ihr die Sachen auch macht, damit ihr dann nicht einer der Typen seid, die mich dann ansprechen und sagen, hey Don John, was ist der ultimative Tipp? Der ultimative Tipp ist, regelmäßig rauszugehen, Frauen anzusprechen und dadurch über dich hinaus zu wachsen und gut im Verführen zu werden. Wenn du sagst, hey, klingt alles schön und gut, aber genau hier habe ich meine Probleme, denn ich kann mich einfach nicht aufraffen, alleine rauszugehen und ich habe schon ein paar Körbe bekommen und ich habe das Gefühl, es läuft einfach nicht. Ich habe einfach nicht das richtige Mindset, ich kann nicht gescheit so gut reden. Ich habe das Gefühl, die Frauen, die rennen alle weg von mir. Dann muss das nicht so bleiben. Wenn du sagst, du willst nicht nur ein paar Frauen, sondern immer wieder neue Frauen verführen, auch hübschere Frauen bekommen und auch nicht mit der nächstbesten Frau in die Beziehung kommen, sondern einfach mal ein bisschen sparsamlich ausleben, dann kann ich dich gerne dabei unterstützen. Unter dem Video ist ein Link zum kostenlosen Analysegespräch oder oben rechts bei dem i. Da klickst du einfach drauf, schickst eine Bewerbung ab und dann werde ich mich innerhalb der nächsten 7 Tage bei dir melden. Wir machen erstmal eine Ist-Analyse deiner Fähigkeiten, dann zeige ich dir ein Potenzial auf. Das kannst du dann, wenn du willst, alleine nutzen. Die meisten entscheiden sich, das dann gemeinsam zusammen durchzuarbeiten. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video.